Moin Moin und zurück auf dem Boot. Wir müssen das Boot wieder ins Wasser bekommen. Und wie machen wir das am besten? Indem wir rüberspringen. Sieh mal, unterm Rumpf ist jede Menge Schutt. Sollen wir den wegräumen? Das würde zu lang dauern. Wir könnten es runterschieben? Gut, versuchen wir es. Fertig? Ja, doch, das wird doch nichts. Dann schieb! Ich hoffe, Joseph kann das Boot anhalten. Dumm. Oder? Das war richtig dumm. Na gut. Suchen wir uns einen Weg. So, dass immer hier beschrieben wird, wie man hochklettern kann. So viele sind tot. Das haben sie nicht verdient. Eine Tragödie. Ich hätte nie gedacht, dass... Dafür ist es jetzt zu spät. Aber diese Insel... Hugo sagt, dort wird alles gut. Also ist es so. Wie? Die Frage ist, wo? Wir müssen sie finden. Was ist mit eurer Mutter? Mir egal. Aber du musst dich für eine Seite entscheiden. Sie ist meine Magistra. Wie lenkt man grün? Man sieht ja mehr irgendwo ein paar Sachen. Aber wir müssen auch nochmal mal Werkzeugtools finden hier. Alter, du bist ein Klotz am Bein. Du stehst nur im Weg. Mann. Die Frage, wo wir am Vortag brauchen wir durch? Hier ist ein Weg. Warte mal kurz, wir kurz was gucken. Ich glaube, man kann da hinten auch links. Wenn er jetzt nicht gleich wieder dazwischenfunkt, glaube ich, kann man auch hier durchgehen, oder? Guck mal, dann kann man hier schon auch links. Versuchen wir es mal hier. Diese Stille. Oh, was zur Hölle? Keine Panik. Da röhrt nur ein Hirsch, glaube ich. Oh, okay. Gott, die habe ich ganz vergessen. Die Paarungszeit muss wohl schon begonnen haben. Anscheinend hat sich für die nichts verändert. Die Natur ändert ihre Regeln nicht. Dieses Chaos ist ein Teil von ihr. Irgendwie. Nur, dass die balzen, während wir versuchen, nicht zu sterben. Stimmt. Gehen wir zurück. Nach dir. Okay. Guck mal, konnte man eine Erinnerung holen, okay. Naja, immerhin. Es gibt wahrscheinlich immer kleinere Sachen, die man so entdecken kann. Hier sind Erinnerungen. Warum nicht? Hier ist der Fluss. Und so, wir befinden uns immer noch in Kapitel 5. Und jetzt werden wir wahrscheinlich die nächsten Soldaten entdecken gleich. Das stinkt ja widerlich. Was ist das? Oh nein, 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 nein. Was zur Hölle? Da sind sie. Sie sind schon hier? Warum? Warum sind die schon hier? Ach, verdammt. Das ist ja ein bisschen blöd jetzt, ne? Na gut, sind wir hier einen Topf in Sicherheit, glaube ich. Das war wirklich knapp. Alles in Ordnung? Ja, so. Keine Sorge. Geht's gut, Hugo. Sieh doch, beiden geht's gut. Ja, aber die Ratten. Wir kommen schon zurecht. Sind unterwegs, komm schon, lauf. Nein, auch. Ich weiß, wie lange die Stroh da hält, ne? Oh, alles klar. Das wäre schon mal geschafft. Wir sind umzingelt. Es muss doch irgendwie gehen. Die Kräne. Ja, wenn die Kräne Steine bewegen können, dann... Und der da hat eine Kurbel. Wir sollten es versuchen. Es funktioniert. Das Heu bewegt sich. Ja, so kommen wir vielleicht rüber. Ach, guck mal. Aber komisch, dass wieder Ausgang ist. Hätte ja noch brennen können eigentlich, ne? Okay, es geht gleich wieder zurück. Es muss ein Gegengewicht geben. Ich kümmere mich um den Kran und du dich um die Schleuder. Na gut, ich gehe rüber. Viel Glück. Lukas, was? Du bist dran. Geht klar. Mach mal. Hast du das Loch gesehen? Was die mittlerweile können? Sie haben eine Stadt eingerissen. Und das wird wieder passieren, wenn wir Hugos Gefühle ignorieren. Das Heu reicht nicht.
mache ich denn? Machen wir jetzt, das reicht nicht. Shit. Komm langsam wieder zurück. Dann muss ich was anderes werfen. Tonkrug noch oder so, ne? Pass mal auf. Okay. Also, den Kran. Ja. Und dann laufen wir hinter dem Ding her, glaube ich. Das macht mehr Sinn, oder? Halt, ich nicht. Du machst das, benutzt das. Lukas, das übernimmst du. Na gut. Amicia, du solltest mir sagen, was du davon hältst. Von was? Von der Insel. Ich kenne dich. Wie gesagt, entscheide dich für eine Seite. Fertig. Sag, wenn ich loslassen soll. Jetzt, ich darf los. Komm schon, schnell. Nein, nein, Lukas, und was jetzt? Hier, fang. Schleuder es auf den Boden und lauf zur Treppe. Ah! Wow, gut, das haben wir jetzt noch jemand, ey. Was war das? Gutes Teil. Ein Mineral habe ich unterwegs aufgesammelt. Hat mir das Leben gerettet. Danke. Ich brauche mehr. Dann halte da noch Ausschau. Alles klar. Jetzt bringe ich dich rüber. Ja. Mal den Kran drehen. Hätte herlaufen sollen wahrscheinlich, ne? Ich bin ein bisschen spät dran gerade. Okay, warte mal, kurz überlegen. Also bis dahin kann ich das Teil zwar bringen. Das hilft nicht wirklich. Shit. Bis dahin geht das. Den kommt hier rüber. Ich zünde es an, dann laufe ich hinterher, ne? Okay, mal probieren. Und dann laufen wir hier rüber. Ich glaube, ich muss da hochklettern, wo das Ding ist. Kann das sein? Ja, okay. Kriegen wir hin. Nochmal. Komme ich jetzt zu dir rüber?
Weiß nicht. Ja, das fällt mir schon ein. Ein paar Stöcker hier. Ah, warte mal. Wir können den Stock rüberwerfen. So wird es klappen. Kann ich rüberwerfen zu dir? Ja, guter Wurf. Gut gefangen. So, ich bin dran. Oh je. Du schaffst das. Lauf einfach weiter. Ja. Sind nur Ratten, stimmt's? Kenn ich doch schon. Ja. Aber wie? Worauf warte ich dann? Na los, los, ja! Nicht denken, renn! Nicht denken! Ah! Renn darüber, okay. Ja! Gut. Du bist ziemlich schnell! Danke. Es geht nichts über gute Motivation. Okay, noch einen kann ich nicht rüberwerfen, okay. Gucken wir, ob wir hier was machen können. Ich sitz fest, das Ding hängt. Ich kümmere mich drum. Hier ist noch ein Heuball. Ich zünd ihn an und dann los. Alles klar. Bleib, wo du bist. Mal sehen, was drin ist. Komm, 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 komm. Oh nein! Da war so viel drin, das müsste man doch schaffen. Ey, das ist doch scheiße. Den ganzen Abschnitt nochmal neu machen, das ist wirklich blöd. Dann muss ich den Bündel nochmal bewerfen wahrscheinlich, ne? Wo bin ich hier? Ach, ich bin echt wieder hier, ne? Das ist ja auch bescheuert. Na gut, aber pass auf, den bewerfen wir nochmal und machen wir es nochmal. Das ist schade. Alles klar, lässt sich komplett drehen. Halt durch, Lukas! Lass dir Zeit, solange sie hier nicht hochklettern. Was? Wenn ich mir die Sachen hole. Guter Wurf. Gut gefangen. So, ich bin dran. Oh je. Du schaffst das. Lauf einfach weiter. Ja. Sind nur Ratten, stimmt's? Kenn ich doch schon. Ja. Ich muss aber, wenn ich da hinlaufe, nochmal das Ding beschießen. Das müsste klappen. Nicht denken, rennen. Er schafft das. Da sind viele Sachen drin und die sollte man vielleicht mitnehmen. Ist gar nicht so schlecht. Du bist ziemlich schnell. Nichts über. Was ist jetzt los? Jetzt hakt die ganze Scheiße, abgestürzt das Spiel. Ja. Gute Motivation. Okay. Ich sitz fest, dass die. Ich kümmere mich drum. Hier ist noch ein Heuball. Ich zünd ihn an und dann los. Alles klar. Bleib, wo du bist. Geholt. Hier ist eine Werkzeugbank. Hier ist hier ein Stock. Jetzt sag nicht, ich kann den Stock jetzt zuwerfen, den ich gerade eben nicht zuwerfen konnte. Und da drüben. Nee, geht nicht. Geht echt nicht, wa? Dumm. Hier noch was ist? Hier liegt noch was. Ah, cool. Okay. Ich weiß noch nicht, wo ich hin soll. Das heißt, ich kann natürlich das hier machen. Aber ich weiß nicht, wo ich hin soll. Soll ich da runter zu ihm? Oder von ihm da unten, dann den Stock ihn da hochwerfen? Oder?
Was ist der Plan? Lass mal gucken, ob wir hier an der Karte, an der Bank was machen können. Gut, dann an die Arbeit. Tatsächlich, hier. Ein weiterer Ring an den Gürtel, wie soll ich den in den Topf zu tragen? Lass mal neu. Viel besser. So. Kann man Sachen auch zerlegen. Pass auf, dann machen wir es mal. Also, es klappt, wir testen es mal. Okay, wie kriegen wir ihn denn jetzt da runter, ist die Frage. Hätte ich den Zaun irgendwie abballern können? Ich setze mal kurz was. Dann mal hoch. Die Ratten sehen aber heiß aus. Komm schon, na los! Geschafft! Übrigens, ich mag deinen Kampfschrei. Danke. Damit kann ich schneller rennen, glaube ich. Fast geschafft. Durchatmen. Ich... Krass, dass sie so viel Angst haben, die Ratten, ne? Vor dem Scheiß. Gut, wir sind fast da. Auf jeden Fall ist es besser. Wenn der Orden ihn in die Finger kriegt, ist es zu spät. Die sind nicht alle wie Vaudan, Amicia. Das Risiko können wir aber nicht eingehen. Er ist gerade so hochgehalten in einer Hand. Amicia! Was hat ich hatte Angst. Hey, du kennst mich doch. Ich komme immer zurück. Habe ich ihm auch gesagt. Ich bin trotzdem froh, dass es euch gut geht. Ich störe ja nur ungern, aber wir müssen weiter. Und die verdammte Kette ist im Weg. So, dann müssen wir die Kette wegmachen. Wir stehen in Fähre. Wir brauchen keine Fähre. Die Kette muss weg. Völlig verrostet, glaube ich. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Unter dem verdammten Steg ist irgendwas. Scheint die Kette zu blockieren. Wie kommen wir da runter? Wir finden eine Lösung. Aha. Hier vielleicht? Okay. Er rollt weg. Genau. Schaffst du das, Lukas? Klar doch. Sehr gut. Und? Ist da ein Durchgang? Da ist ein Loch. Ich gehe rein. Oh, ist das eklig. Alles in Ordnung? Oh, die ganzen Leichen hier, guck mal. Alles gut. Da sind überall tote Leute. Raus da. Nein, ist schon gut, keine Sorge. Tut mir leid. Eine Leiche blockiert den Weg. Naja, ich glaube, er ist froh, wenn er da rauskommt. Ich muss mich nicht entschuldigen, groß. So, versucht's jetzt mal. Du hast es geschafft. Ich bring die Fähre zu dir. Bitte. Komm zurück. Bin unterwegs. Das war bestimmt schrecklich. Ja. Hier. Hä? Kann ich da nicht hoch? Oh, verdammte Axt, ich muss echt einen anderen Weg da hinten längs wahrscheinlich. Hab ich nicht gesehen.
Hier nochmal durch den ganzen Schmodder hier. Habe ich nicht gesehen, dass man da auch raus kann. Ah, ärgerlich. Den Weg nochmal laufen hier. Hugo. Ich will nicht zum Orden gehen. Ich weiß, Magister Vaudin war nicht nett. Aber diesmal wird es anders. Seine Inselmutter. Nicht jetzt, Amicia. Na gut. Die hört doch auf nichts, Simoni, ne? Die Tante. Da hinten ist eine Kiste. Von der hin. Wie kommen wir zu der Kiste dahin? Die Kette muss weg, auf welche Weise auch immer. Mhm. Siehst du was? Hier muss doch etwas sein. Soll ich ins Wasser gehen? Nee. Okay. Die fette Truhe, ne? Wie kommt man an die denn ran? Weil, na gut, erstmal ist die Frage, wie wir hier weitermachen können. Könnte klappen. Lukas, geh von der Kette weg! Geht klar! Amicia, nein! Geht's dir gut? Sag schon! Mir geht's gut! Hätte mich nur fast zermalmt. Wie soll sie zurückkommen? Die Kette ist weg, aber die Portons auch. Ich docke an der Schleuse bei der Brücke an. Lukas, kommst du dahin? Irgendwie bestimmt. Alles klar, bin unterwegs. Ich mal einmal hier unten einmal rumlaufen. Weil auf jeden Fall auch hier gehen wir durch. Ist doch egal, was mit mir ist. Hier geht's nur um Hugo, Mutter. Ich weiß, du vertraust mir nicht. Aber hör ihm bitte zu. Ah. Mal sehen, was da drin ist. Beruhige dich. Konzentrier dich. Der Peter kann ich nehmen, weil ich zu viel habe? Oder warum? Jetzt können wir es nehmen. Jetzt haben wir schön wieder aufgefüllt, unsere Vorräte. Clever. Los. War klar, dass wir nicht einfach so darüber kommen. Wir müssen natürlich erstmal jetzt wieder einen anderen Weg finden, um dahin zu kommen. Jetzt auch gar nicht leicht, Gute. Ich stemme alles her, was wir so herstellen können. Okay, mehr können wir gar nicht herstellen. Ratten, schaut euch die mal an, ey. Ist schon crank. Himmel, das nächste Schlamassel. Wie komme ich darüber? Ganz ruhig. Du bist aufgewühlt. Und du weißt warum. Die Insel. Denk jetzt nicht dran. Bleib zwei konzentriert. Wege. Erstmal, da hinten kann man längs, aber ich habe hier gesehen, kann ich auch gerade hoch. So, wird da auch irgendwie hinkommen. Aber vielleicht auch nur hier oben irgendwas, was man finden kann. Guck mal. Hat irgendwas gebracht hier? Warum kann man das Ding hier ranstellen? Lass mich mal erklären. Also, ich hätte gedacht, wenn es irgendwas nütze ist,
Aber hier ist es ja gar nichts nütze. Oder seht ihr hier irgendwas? Ich sehe gar nichts. Da! Das Ding muss man irgendwie runterlassen, aber wie lässt man das denn runter? Ist da irgendwas? Da. Die Kette. Beim Schloss? Das nicht. Da. Okay. War also doch nicht ganz unnütz. Bist du hier gestrandet? Tut mir leid, ich brauch dich. Ich tue alles, um ihn aufzumuntern. Ach krass, echt. Wie nur wie dieser Schakakakblume? Okay. Ist hier wieder richtig gelohnt für mich. Na gut. Was tut man hier alle für seinen kleinen Bruder, damit er sich freut? Wieder irgendwo durch. Wo bist du? Mutter, ist Lukas noch nicht bei dir? Nein, wir sehen ihn nicht mehr. Aber was macht er denn? Und warum kann man das machen? Ich hab's nicht verstanden. Ich könnte den darüber drehen. Aber was soll ich denn da? Da war ich. Da komme ich ja. Ne, also. Ich klettere jetzt mal hier rauf. Irgendeinen Sinn hat es bestimmt. Zu hoch. Ich brauche noch einen Karren. Ach, okay. Jetzt weiß ich wofür. Okay, da komme ich auch nicht hoch. Lukas! Nee, wie kriegen wir den Karren von da darüber, ist die Frage. Runter. Hier kann ich durch. Jetzt müsste ich zurückkommen. Gut. Okay. Komm her, ich brauch dich. Na, nicht schlecht. Auch eine gute Idee eigentlich. Der Luki. Los geht's. Ach, gut, eine Insel finden. Ach, und wie? Vielleicht könnte ich Joseph fragen. Ganz diskret. Ja, nochmal. Der kann dir wirklich helfen. Komme ich besser ran. Ja. Na, kommt jetzt. Hilfe! Was zur Hölle?
nein, Arnos Männer! Lasst ihn in Ruhe! Ziel einfach und schieß! Mit dem Griff kannst du nachladen! Alles klar! Loslassen! Wie gefällt euch das? Lass mich los! Lukas, alles in Ordnung? Ich zittere am ganzen Körper. Danke. Zu viele Ratten. Ich komme nicht zu euch hin. Amicia, mach ihm den Weg frei. Wie? Präpariere deinen Bolzen mit Ignifer. Feuer auf irgendwas aus Holz. Dann brennen die Bolzen länger. Mach ich. Lukas, ich sag Bescheid, wenn der Weg frei ist. Reichen. Der Weg ist schon fast frei. So, du kannst kommen. Das ist ziemlich cool. Also, coole Idee. Gute Idee. Mir ist zwar das Blut gefroren, aber danke fürs Treffen. Das war die gleiche Gruppe wie in der Arena, Amicia. Was ist in der Arena geschehen? Und wer ist dieser Arno? Er ist ein großes Problem, fürchte ich. Wir müssen weg. Hier haben wir also das berühmte Mädchen mit der Schleuder. Du bist offenbar auch sehr geschickt, wenn es um das Töten meiner Männer geht. Dann los. Jetzt. Ja. Netter Versuch. Wenn du nicht zielst, ist es schlecht. Was ist los? Schlecht, Verdammt! Singen Sie! Was hast du mit dem gemacht? Hab dich nur verteidigt! So, warte. Weg. Da kommt mehr! Jetzt brennt schon! Es dauert zu lang! Geschafft! Amicia, komm her! Jetzt! Ja, Schluss jetzt, Mutter! Wie gefällt euch das? Brenn, du Affe. Keine Chance gegen mich, ich bin der Geilste. Die Geilste. Kann ich sie so nehmen, die Armbrust? Wer ist das denn? Ich muss das Boot befreien! Hör auf! Sie werden dich töten! Sie sterben zuerst! Geht wieder rein, es sei denn, ihr wollt kämpfen! Lasst meine Waffe! Alter, erzähl irgendwo eine Armbrust erzielen. Sie kommen! In Deckung, schnell! Dumm.
jetzt auch nicht, wie ich dagegen angehen soll. Das ist härter hier. Muss mal gucken, ob wir das auch noch mal anders erledigen können. Los zum Boot! Lass meine Familie in Ruhe! Sie ist umzingelt! Ach, guck mal, so kann ich umbringen. Okay. Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Das war nicht so schön. Gib ich zu. Warte mal. Los zum Boot! Lass meine Familie in Ruhe! Sie ist umzingelt! Ich bring sie, kommen in Deckung schon! Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Oh, fuck! Okay. Hinter dem Baumstumpf zu bleiben ist vielleicht besser, die bessere Lösung erstmal. Ja. Eine Anode werden wir schon auch noch finden, aber ich finde leider keine Pfeile finde. Finde ich jetzt gerade gar nicht. Von den Typen, die hier liegen. Shit. Schade, schade, schade. Aber wisst ihr was? Genau hier an der spannendsten Stelle mache ich jetzt eine Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.